Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Desaster von einem Let's Play, nämlich Outlast. Ja, kommt der Kerl jetzt wieder hier raus? Nein. Gibt es hier irgendwas für uns? Nein. Gibt es da unten irgendwas für uns? Wahrscheinlich auch nicht. Ich suche immer noch diese scheiß Wäschekammer, diese elendige. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich mit Sicherheit, dass ich bald wieder verrecken werde. Wie soll es denn noch anders sein? Hä? Zum Verstecken. Aha. Oh! Zwei Batterien. Wie schön. Die nehme ich doch gern mit. Hüpf! Das ist so ein Vollhonk. Schafft das jetzt? Jaha! Hä? Da lang. Wohin? Wohin? Hoffen wir das Beste. Alter Schwede. Wir haben hier keine Karte und nichts. Nein, eine Karte wäre schon fein gewesen. Eine Karte wäre schon fein gewesen, echt. So. Wir haben keine Karte, ne? Das... Ich weiß nicht einmal mehr, wo ich war und wo ich nicht war. Ich laufe einfach irgendwo blind herum. Was mich gerade selber ein bisschen ärgert. Ist jetzt endlich weg? Ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis herum, ne? Achso, jetzt bin ich wieder da. Ja. Ich habe keinen Plan. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan. Ihr wisst das bestimmt schon längst, wo wir hin müssen. Jetzt ist er schon wieder da. Gibt's hier nicht? Ja, ich weiß, dass wir einen Dreckschlüssel brauchen. Wieso tretet der eigentlich nicht das Schloss auf? Echt? So scheiße, echt. Natürlich geht die Batterie aus. Ich habe sowieso keine Ahnung, wo ich hin soll.
Ja, lad nach. Da sind wir wieder nur hier, ne? Das ist ja komplett falsch. Glaube ich. Ach, mein Finger schon aus. So. Okay, kann man hier irgendwo weiter? Luftschacht oder irgendwas? Lol, die habe ich ja auch noch nicht. Lol, super. Na, da geht gar nichts, ne? Irgendwie einen Weg nach draußen. Wie gern will ich aus dem Fenster hüpfen, ey. Beim besten Willen, da geht gar nichts. Könntest du nicht zufälligerweise den Schlüssel haben, bitte? Das wäre so nett. Aber gibt es hier vielleicht den Wäscheschacht? Auch nicht wirklich, ne? Na, da gibt es gar nichts. Tote Hose. So, das war eigentlich jetzt umsonst hier, ne? Das hier vorzuschieben. Was machst du denn? Ach Gott, wie sehr ich es hasse. Schau, da gehört's hin. Und jetzt? Drei Sicherungen werden benötigt. Leck mich doch am Arsch. Ja, super. Drei Sicherungen werden benötigt. Mhm. Drei Sicherungen. Och, Mann. Diese Sucherei geht wahnsinnig auf die Nerven. Oh, es wäre ja sonst langweilig, ne? Wie es immer so schön heißt. Ist jetzt weg? Ich höre ihn. Ich kann ihn hören. Okay, da ist noch eine. Nimm sie, um Himmels Willen! Ich bin schon wieder da? Na, das ist was anderes. So. Okay, das ist ein anderer Raum, ne? Ich glaube, wir haben die drei Sicherungen. Geht ja. Wie gut im Willen geht ja alles. Ach du Heiliges. Ah, ich brauche schon wieder eine Batterie. Oh Gott. Ja, Batterie.
Okay. Diese Geräusche macht definitiv immer ich, alles klar. Hier sind wir scheinbar fertig. Es gibt hier keinen Ordner, nichts mehr, wie mir scheint. Dann probiere ich mal unser Glück und räume den hier wieder weg. Und hoffe, dass wir zu dem Sicherungsding kommen. Ich hoffe, ich finde den Weg noch dorthin an. Ich glaube raus und dann gleich links, ne? Nerven. Jetzt kommt er schon wieder. Boah, ey. Wie lange willst du denn da noch warten? Ich muss sieht man hier durch? Bisschen, ne? Na, ey. Wo war jetzt dieser Scheißdreck? Danach! Ich habe keine Ahnung mehr, wo das jetzt war. Und jetzt? Boah, du bist so scheiße. Lass mich rein! Und jetzt? Ich dachte, das geht hier rein. Was hat mir das jetzt gebracht? Nix. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, verkehrte Seite. Da war's, glaube ich, ne?
Da. Und jetzt hier runter nochmal, ne? Und jetzt da? Nevera. Ups. Entweder ganz runter oder wahrscheinlich ganz runter? Geht's wieder rauf? Ich kenne mich nicht aus. Ich gehe mal ganz runter, aber wahrscheinlich eher nicht. Na, das war nicht der Wäschedings. Das war Schwachsinn. Schwachsinn, was ich wieder mache. Schwachsinn. Nur Batterieverbrauch, mehr tue ich nicht. Das war ja hier irgendwo, ne? Da drüben. Da musste man wieder zurück, glaube ich. Servus. Na, das war auch falsch. Hier war nur das Klo, ne? Ja. Dann war das hier und hier. Dann ist hier irgendwo dieser Wäscheschacht. Wahrscheinlich. Hier, ne? Ja, ja. Und da ist ja auch der Schlüssel. Super! Und wieder rauf. Meine... Psst! Wieso kann der denn aufmachen und ich nicht? Sauerei. Ja, ja, natürlich. Zu kurz gesprungen. Du kannst das. Ach, leg mich doch am allerwertesten nicht. Wir hüpfen. Na bitte. Meine Güte. Auf. Lass mich rein. Mach zu. Zumachen. Brav. So, jetzt wollen wir Ruhe haben hier. So, die Treppe ist einmal ganz. Wahnsinn. Dafür ist die hier kaputt. Mit Anlauf. Ich hoffe. Ja. Passt. Folge der Blutspur. War das jetzt einmal so ein Speicherdingens? Ich hoffe. Batterien. Hurra. Zwei Stück. Mei, ich hab das Spiel lieb. Gott sei Dank. Nur mal so ein Test. Nur mal ein Test. Oh Gott, ich hab das Spiel lieb. Endlich wieder mal Batterien. So, dann würde ich sagen, füllen wir gleich eine nach. Oh Gottchen. Was haben wir da? Ja, da krebsen wieder Gratler rum. Da ist zu. Halt, da liegt was. Na komm, noch eine Batterie. Super, aber sonst hat er nichts, ne? Boah, ey. Muss ich jetzt da runter? Schaut aus, ne? Folge der Blutspur. Ja, ja. Freilich. Wohin? Da lang? Wie wir da runden. Das hat ja nicht gestimmt. Das ist ja scheiße. Zu. Nee, nee. Jetzt da hüpft er nicht. Der ist zum Scheißen zu deppert. Das ist ein Wahnsinn. Bleibt da hängen. Es ist so geil. Na, es ist so geil, das verreckt man noch. Alter, er hüpft nicht. Er hält sich nicht fest, weil er es nicht kann oder nicht will. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel ist, ey. Wie kann das nur so dämlich laufen? Wie kann das nur so dämlich laufen?
Ich habe auch keine Ahnung, warum hier ein Loch ist. Ich weiß es doch nicht, warum es wieder runtergeht. Warum es hier nirgends weitergeht. Es ist mir echt ein Rätsel. Da schau, da ist nix. Da geht's nirgends weiter. Was soll der Mist? Ich hau gleich alles weg, ey. Folge der Blutspur. Das geht wieder nach unten, gnädiger Herr. Und das soll stimmen, oder was? Warum? Warum muss es wieder nach unten gehen? Warum? Ich verstehe es nicht. Aha, so ist das gemeint. Es geht nicht nach unten. So ist das gemeint. Das muss man auch mal sehen. Natürlich geht's nicht nach unten, Zocki, du Doofnuss. Jetzt dein Ernst oder was? Jetzt fallen wir da runter. Dieses Spiel, ja, macht mich wahnsinnig. Habe ich das schon mal erwähnt? Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Wir kommen hier nie wieder raus. Nie wieder aus diesem Scheißloch hier. Nee, ich glaube, das Outlast 2 kann ich mir aus die Haare schmieren. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Keinesfalls. Könntest du dich... Danke. Zu freundlich. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum falle ich jetzt wieder durch? Ja. Mir fehlen die Worte. Ich kann dazu einfach nichts mehr sagen. Mir fehlen die Worte. So, am Boden schauen. Da ist irgendwo ein Loch. Bin ich hier richtig? Ich hoffe doch. Ja, Kack, Kamera. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich hier bin, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, in welchem Stockwerk ich bin, wo ich bin, wann ich bin, wie ich bin. Ich habe keine Ahnung. Oh. Mach zu! Bitte füll nach. Bitte schalt ein. Bitte lauf weg. Wir haben wieder eine Notiz bekommen. Okay, dann schrauben wir mal. Lügen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sie sind Lügen, von denen er spricht. Die fehlenden Akten aus diesen Kisten. Die Fakten, die Unterlagen, sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Mkultra-Zia denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Ja. Naja. Was soll's.
Was soll's. Ah, Entschuldigung, musste gerade auf mein Handy glubschen. Da habe ich eine Nachricht bekommen. Wollte ich schnell schauen, was da ist. Lügen, 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 lügen. Ja. Schön. Oh mein Gott. Der eine ist weg. Ich hoffe, der andere auch gleich. Alter, ich halte das nicht mehr aus hier. Ist da ein Pfeil? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Yep. Bin ich. Oh Mann. Das ist alles so ungut. Das ist alles so ungut. Natürlich. Selbstverständlich. So, und jetzt? Mann, du bist so scheiße. Ah, das... Was? Wo sind wir jetzt schon wieder? Nein, ich bin nicht frustriert. Na, na, das schaut nur so aus. Läuft doch alles super. Aha, der betet. Ich muss das Licht ausmachen, die Kamera ausmachen, so. Meine Güte. Meine Güte. Ich hoffe, wir sind hier bald draußen. Echt. Alter, alter, Kamera, bleib hier, bleib hier. Ja, freilich. Na, bitte, komm, jetzt halt die fest. Unsere Kamera ist weg. Ich hasse es. Na, was du nicht sagst. Und wo kriege ich denn her? Dieses morsche, alte Klump von Haus. Echt. Ja, wie komme ich jetzt zu unserer Kamera? Oder zu einer neuen? Spiel, du machst mich wahnsinnig. Wie spät haben wir es denn schon? Weil es hat es gerade gespeichert. Ja, warte kurz. Ja, ist eigentlich eh schon wieder vorbei, der Partner. Alter, dieses Spiel. Dieses Spiel macht einen wahnsinnig. Was soll ich denn jetzt bitte eine Kamera herkriegen? Ich meine, es lagen hier viele rum, aber... Ach Gott. Ich hab doch keine Ahnung. Hier auf jeden Fall mal nicht.
Wahrscheinlich geht's wieder da raus und dann. Na, ey. Ach Gott. Ich habe keine Ahnung, wo man hier eine Kamera herkriegt. Na wirklich. Aha. Hier geht's runter. Ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Ihr Lieben, wir belassen es mal für heute. Alter, meine Nerven. Ja. Was bleibt mir zu sagen, als wie, dass ich mich bei euch aufrichtigst und von ganzem Herzen bedanke, dass ihr es mit mir hier so lange und so gut durchhaltet und ja, ich bin irgendwie sprachlos, muss ich schon so sagen. Das Ganze hier ist echt schon ein bisschen Richtung lächerlich. Verlieren wir jetzt noch unsere Kamera auch noch. Überall sind Viecher, Monster, was weiß ich noch alles. Vom Regen ständig kommen wir vom Regen in die Traufe. Es ist echt alles nur nicht mehr lustig. Es ist alles nur nicht mehr lustig. Alter, scheiß mich gerne. Da krebsen ein paar Leute rum. Hast du zufällig eine Kamera für mich? Nein. Es ist halt echt schon ein bisschen lästig, muss ich schon sagen. Es ist mittlerweile wirklich schon ein bisschen lästig. Alter, mein Herz. Da wirst du nicht alt, wirklich nicht. Jo, das ist schon da vorne. Ich sehe gar nichts. Tatsächlich. Da liegt sie, aber ich sehe halt nichts noch. Tada, haben wir sie schon. Und gespeichert. Passt. Um Gottes Willen. Hüpf drüber! Jetzt kann ich nicht. Jetzt kann ich nicht aufhören. Krutze, 15. Was? Hallo, Kamera? Mach zu! Danke. Nein, hier lang. Hier geht's ja nicht, ne? Die Kamera ist kaputt? Ach so. Dann waren wir, glaube ich, hier lang. Dann war es, glaube ich, hier lang. Oh, da komme ich nicht mehr rauf, wahrscheinlich, ne? Oder doch? Tatsächlich, ich komme rauf. Na, das ist aber Glück. Schau, super. Das ist aber schön. Dann war das hier. Vielleicht schaffe ich es noch dorthin im Bad. Ich weiß, es ist ein bisschen Überlänge. Aber ganz ehrlich... Halt nicht ducken, du sollst laufen, du Kerl. Vielleicht kriege ich es ja sogar noch hin. Warte. Da drüben war's. Achso, war ja richtig. So. So. Hüp. Dann hier lang. Dann waren wir wieder hier. Und dann hoffe ich mal. Oh. Jawoll! Und dann war hier nochmal irgendwo ein Speicherpunkt. Ich glaube hier. Ja! Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Super, das ist jetzt ein schönes Ende für diesen Part. Alter! Wie schön. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!